herzlich willkommen. Ich bin Henning Peters vom Umweltinstitut München und ich freue mich riesig, so viele Menschen hier begrüßen zu dürfen. Es sind jetzt gerade 160, sehe ich. Das ist wirklich beeindruckend und es kommen gerade so jede paar Sekunden noch jemand dazu. Das wird bestimmt auch noch ein paar Minuten so andauern. Also ich bin richtig beeindruckt. Toll, dass es so ein Rieseninteresse hier an dem Thema Solarentscheide gibt. Ja, als allererstes darf ich euch einfach herzlich willkommen heißen und ja, wie ihr gemerkt habt, ich habe euch gerade geduzt. Das ist vielleicht für manche, die über den Newsletter vom Umweltinstitut hier gelandet sind, ungewöhnlich, da siezen wir ja immer. Aber im Rahmen der Klimawende von unten beraten wir ja schon seit mehreren Jahren Projekte und da sind wir eigentlich immer per Du. Ich hoffe, das ist für euch alle okay, wenn wir heute für den Abend hier per Du sind. Ich verliere ein paar Worte zum Ablauf, dass ihr euch so ein bisschen vorstellen könnt, was heute hier auf euch zukommt. Wir haben nämlich zwei wundervolle Sprecherinnen eingeladen. Das eine ist die Franziska Buch, die auch mit mir zusammen beim Umweltinstitut arbeitet. Und sie wird uns am Anfang einen kleinen Input geben zur Klimawende allgemein. Das ist ja quasi das Projekt, in dem Rahmen wir das hier durchführen und später auch zu den Solarentscheiden was erzählen. Und dazwischen haben wir auch noch Susanne Socher eingeladen. Das ist eine Kollegin quasi von uns im Rahmen der Klimawende von Mehr Demokratie. Und die wird etwas zu Bürgerbegehren noch sagen, allgemein. So, ich hoffe, ihr seid vorbereitet. Dazwischen wird es natürlich auch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Das moderiere ich dann jeweils an. So, bevor wir jetzt aber losstarten, wollen wir als allererstes von euch wissen, was euch denn am meisten interessiert. Und dafür habe ich so eine Umfrage vorbereitet. Die würde ich jetzt mal starten und euch die Möglichkeit geben, abzustimmen. Was ist es denn eigentlich, was ihr heute von dem Abend erwartet, was ihr euch erhofft? Es sollte jetzt bei euch auf dem Bildschirm jeweils aufblinken und ihr könnt das mal in Ruhe durchlesen und genau abstimmen. Ihr könnt auch mehrere der Optionen angeben, falls ihr aus verschiedenen Gründen hier seid. Also genau, ich sehe schon, die allerersten Ergebnisse kommen jetzt rein und ich werde das dann gleich auch veröffentlichen. In der Zwischenzeit erkläre ich euch noch so ein bisschen die Funktion, die wir heute nutzen werden. Und zwar gibt es heute quasi keinen Chat, in dem wir uns verständigen können, sondern da wir sehr viele Anmeldungen erreicht haben, sind wir stattdessen auf die Frage- und Antwortfunktion angewiesen heute. Die seht ihr auch unten zwischen den Teilnehmenden und dem Button zum Thema Chat oder Umfragen, je nachdem, was bei euch da sozusagen ist. Und genau, ihr könnt quasi jederzeit zwischendurch, wenn ihr eine Frage habt, einfach dieses F und A steht da, aufmachen und eure Frage stellen und dann werden wir das zeitnah beantworten, jemand von uns dreien halt. Genau, ich sehe, jetzt haben wirklich viele abgestimmt. Von den inzwischen 200 Menschen, die wir gerade geknackt haben, haben jetzt fast alle eigentlich abgestimmt. Ich beende mal die Umfrage und gebe mal die Resultate frei. Und wir sehen, die allermeisten Menschen sind hier, weil sie das Thema Solar in der Kommunalpolitik einbringen wollen. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Also über die Hälfte von den Menschen, die gerade hier sind, wollen das auch nutzen, um kommunalpolitisch tätig zu werden. Das ist super, denn genau das finden wir total wichtig. Fast genauso viele, auch 55%, möchten einfach allgemein mehr über den Solarausbau in Deutschland erfahren. Diejenigen werden bestimmt auch auf ihre Kosten kommen. Und 40% wollen einen Solarentscheid starten. Wow, ich bin echt beeindruckt davon, wie engagiert ihr alle seid. Einen letzten Punkt noch, bevor wir dann auch mit dem Vortrag loslegen können, bevor Franziska Buch dann eben losstarten wird. Wir wollen hier heute sozusagen was in Gang setzen, nämlich im Endeffekt eine Bewegung rund um das Thema Solarenergie, rund um Kommunalpolitik, rund um Solarentscheide. Und dafür braucht es natürlich auch Vernetzung, also zwischen den Initiativen deutschlandweit. Und wir haben da zwei Möglichkeiten für euch aufgesetzt, eine E-Mail-Liste und eine Telegram-Gruppe für diejenigen, für die das eher das Medium ist. Das werde ich gleich an euch schicken und ihr könnt euch da quasi direkt eintragen, um euch im Nachgang zu diesem heutigen Webinar auch untereinander zu vernetzen und auch genau natürlich auch auf uns zu kommen, aber dazu sagen eh die anderen nochmal mehr. So, damit würde ich sagen, sind wir bereit und können in den ersten Vortrag starten. Franziska Buch, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Henning, und auch nochmal herzlich willkommen an alle Teilnehmenden von meiner Seite. Das Projekt Klimawende von unten führen wir beim Umweltinstitut
durch, gemeinsam mit zwei weiteren Organisationen. Das sind einmal Mehr Demokratie, wo ja auch die Kollegin Susanne Socher heute Abend mit dabei ist, und die Organisation Bürgerbegehren Klimaschutz. Genau, was ist die Klimawende von unten eigentlich genau? Hier auf dem Bild sieht man einige meiner Kolleginnen und Kollegen im Jahr 2017. Da war gerade der Bürgerentscheid raus aus der Steinkohle in München erfolgreich und wir haben uns sehr darüber gefreut, weil wir da auch wirklich sehr viel Arbeit reingesteckt haben. Und genau, das war eigentlich so die Phase, in der das Projekt Klimawende von unten dann auch entstanden ist. Zu der Zeit waren gerade die Jamaika-Koalitionsverhandlungen auch an der Frage des Kohleausstiegs gescheitert. Es ging auf Bundesebene überhaupt nichts voran bei dem Thema. Genau. Und da haben wir eben dieses Projekt ins Leben gerufen, mit dem Ziel, dass, so wie das eben in München passiert ist, auch in ganz vielen anderen Städten und Gemeinden Klimabürgerbegehren gestartet werden. Und wir wollten eben mit unserer Erfahrung, die wir gesammelt haben, dazu beitragen, indem wir lokale Initiativen beraten und eben auch ja, kontinuierlich begleiten in diesem Prozess. Haben dann ein Handbuch herausgegeben, das Handbuch Klimawende von unten, da sage ich auch gleich noch ein bisschen was dazu, und begleiten. Dazu gibt es eine Website, www.klimawende.org, die auch die Inhalte des Handbuchs darstellt und zusätzlich eine Übersicht enthält über alle Klimabürgerbegehren, die es inzwischen gibt. Genau, warum setzen wir bei dieser Kampagne auf die direkte Demokratie? Das liegt eben daran einfach, dass wir gesehen haben, es gibt seit Jahrzehnten kaum Fortschritte in der Klimapolitik. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind längst da, aber es hapert an der Umsetzung. Auf Bundesebene werden viele Maßnahmen entweder überhaupt nicht beschlossen oder sie werden verschleppt. Es geht alles viel zu langsam. Und das ist teilweise auch auf kommunaler Ebene so. In den Kommunen gibt es eben ein enormes Potenzial, Emissionen ganz konkret zu reduzieren. Und da wollten wir ansetzen. Und es gibt ja auch ganz viele Menschen, die sich lokal schon engagieren. Unserer Erfahrung nach ist es manchmal so, nicht immer, dass es durchaus Beteiligungsformate auch gibt für Ehrenamtliche, die aber eben manchmal auch nichts mehr sind als eine Beschäftigungstherapie. Demgegenüber ist es bei Bürgerbegehren oder eben auch Bürgerentscheiden, wenn das Bürgerbegehren dann darin mündet, so, dass wir nicht an die Politik appellieren, sondern wir führen direkt eine Entscheidung herbei und die Politik muss sie dann umsetzen. Also ein Bürgerentscheid ist eben verbindlich und entspricht einem Stadt- oder Gemeinderatsbeschluss. Und das heißt, wir sind aber eben nicht darauf angewiesen, quasi ja, ne, Politikerinnen aus dem Stadt- oder Gemeinderatsbeschluss zu lobbyieren, zu überzeugen von unserem Anliegen, sondern wir können eben mit dem Bürgerentscheid direkt diesen Beschluss selbst herbeiführen. Und genau, das hat natürlich einen hohen Charme, gerade wenn es um so dringende Maßnahmen geht, wie eben ambitionierte Klimapolitik. Genau, und die Instrumente der direkten Demokratie, wie das Bürgerbegehren, sind eben auch ein formal festgelegtes Verfahren mit hoher demokratischer Legitimation. Das fanden wir eben auch sehr attraktiv daran. Und dann ist so eine Kampagne ja immer mit einer Unterschriftensammlung verbunden. Und das ist ganz unterschiedlich, wie viele Unterschriften man da sammeln muss, je nach Größe der Stadt oder Gemeinde. Aber gerade in großen Städten wie München oder Berlin, also können das ja schon mal mehrere 10.000 Unterschriften sein. Und so wird eben so ein Thema, was wir dann setzen wollen, von einer breiten Öffentlichkeit wahrgenommen. Es gibt begleitend auch eigentlich immer eine gute Presseberichterstattung. Und so kriegen wir eben für unsere Themen damit große Aufmerksamkeit. Genau. Hier sieht man jetzt das Handbuch Klimawende von unten für diejenigen, die es noch nicht kennen, das wir eben in den genannten drei Organisationen zusammen herausgegeben haben. In dem Handbuch findet man einerseits erfolgreiche Klimabürgerbegehren, also einfach Erfolgsbeispiele von Bürgerbegehren, die es schon gegeben hat, an denen man sich auch orientieren kann. Dann gibt es einen Teil mit Handlungsempfehlungen, also mit ganz konkreten Anleitungen,
zu Bürgerbegehren zu verschiedenen Themen im Rahmen der Energiewende und der Mobilitätswende, wo wir das möglichst ja, einfach verständlich und Schritt für Schritt erklären, wie man da vorgehen kann. Und dann gibt es eine Kampagnen-Checkliste, die wir erstellt haben nach zahlreichen Interviews mit ehrenamtlich Aktiven aus eben bereits erfolgreichen Kampagnen, die uns quasi ihre Tipps und Tricks verraten haben. Genau, und unten sieht man noch, dass unser Projekt auch von verschiedenen weiteren Organisationen unterstützt wird. Da sind auch mehrere der großen Umweltverbände dabei. Also neben 350 ist das der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, der Bund Naturschutz, Changing Cities, Greenpeace, die Klimaallianz Deutschland und die Naturfreunde Deutschlands. Und genau, mit denen arbeiten wir zusammen. Die haben vor allem eben auch die Handbücher an ihre ehrenamtlichen Aktiven verschickt und die in, auch in Workshops darauf hingewiesen, dass es diese Möglichkeiten gibt. Und ja, an der Stelle kann ich vielleicht gleich dazu sagen, dass wir jetzt seit einiger Zeit beschäftigt waren mit der Überarbeitung dieses Handbuchs und die neue Auflage wird am 2. Juni erscheinen. Also die befindet sich jetzt aktuell im Druck. Und genau, ein paar Worte so als Übersicht zu den Themen, die wir in den Fokus nehmen. Wozu man eben vor Ort Bürgerbegehren starten kann. Das war in der ersten Auflage, hatten wir dann sehr starken Fokus auf das Thema Kohleausstieg. Wie eben schon gesagt, das war auch gerade so die Zeit, als es zu dem Thema auf Bundesebene noch überhaupt keine politische Regelung gab. Wir haben dann ungefähr, glaube ich, zeitgleich mit dem Start der Kohlekommission auch mit unserer Arbeit an dem Buch angefangen. Genau, deswegen war das dann ein großes Thema. Dann auch die Rekommunalisierung der Energieversorgung. Also wie bringen wir die Energienetze oder die Stadtwerke wieder in öffentliche Hand? Und das Thema Ratentscheide, davon haben bestimmt viele auch schon was mitbekommen. Vielleicht gibt es auch manche Leute, in deren Stadt oder Gemeinde es einen Ratentscheid schon gegeben hat. Das sind ja die Bürgerbegehren für eine verbesserte Fahrradinfrastruktur, von denen es mittlerweile ja weit über 40 Stück in ganz Deutschland schon gibt. Genau, und das Thema Stadtwerke als Ökostromversorger hatten wir auch mit drin. Die rot markierten Themen sind jetzt die, die in der neuen Auflage nochmal neu behandelt werden. Also auch zum Thema Stadtwerke als Ökostromversorger haben wir jetzt nochmal neu eine juristisch geprüfte Abstimmungsfrage reingenommen. Dann das Thema Solarentscheid, was ja auch das Thema ist, was wir heute intensiver behandeln wollen. Dann Bürgerbegehren zur klimaneutralen Fernwärmeversorgung und einige Beispiele zur lokalen Mobilitätswende, also für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, 365-Euro-Tickets oder autofreie Viertel. Genau, hier auf dem Bild sieht man jetzt die Website www.klimawende.org und eben die schon kurz erwähnte Deutschlandkarte, auf der alle uns bekannten Klimabürgerbegehren verzeichnet sind. Das sind jetzt seit dem Start des Projekts, also wir sind damit im März 2019 an den Start gegangen. Also in diesen gut 2 Jahren haben sich da jetzt schon über 50 Klimabürgerbegehren angesammelt. Und wir bieten das dann den lokalen Initiativen eben immer an, für sie auf der Website eine eigene Seite zu erstellen, die dann eben ungefähr so aussieht, wie man es hier sieht, also mit einer Beschreibung und einem Foto der Initiative. Und weiter unten gibt es dann auch noch eine Ansprechperson mit Kontaktdaten, sodass, wenn man interessiert ist an der Initiative, weil man dort mitmachen möchte oder weil man vielleicht auch eine ähnliche Initiative starten möchte, eben auch diese Ansprechperson kontaktieren kann oder sich über dieses Feld, was man dort auf der rechten Seite sieht, in einen lokalen E-Mail-Verteiler eintragen kann, wo die Initiative einen dann auch informieren kann, wenn es beispielsweise Gruppentreffen gibt, an denen man teilnehmen kann, oder eine Unterschriftensammlung, die man unterstützen kann. Genau. Ja, was bieten wir als Klimawende von unten Team an? In erster Linie fachliche und strategische Beratung. Also wir überlegen gemeinsam mit den lokalen Initiativen, wie kann genau die Kampagne aussehen. Wir entwerfen gemeinsam auch die Abstimmungsfrage für das Bürgerbegehren. Und entwickeln also gerne mit euch einen Kampagnenplan und eben eine Strategie. Wir unterstützen auch beim Bündnisaufbau,
mit Öffentlichkeitsarbeit und auch beim Fundraising, denn solche Kampagnen kosten ja immer auch Geld. Wir vermitteln, wo das sinnvoll ist, auch immer gerne Kontakte zu ähnlichen Initiativen, dass man sich da nochmal austauschen kann. Und genau, eben schon die besagte Kampagnen-Webseite auf der Klimawende-Seite. Das ist so im Großen und Ganzen das, was wir als Unterstützung gerne anbieten. Genau. Ja, dann so viel vielleicht erstmal als groben Überblick. Schaut gerne mal rein auf der Seite klimawende.org. Dort kann man eben auch das Handbuch bestellen, das neue Handbuch mit den neuen Themen, wo eben dann auch zum Solarentscheid was drinsteht, ist eben ab 2. Juni erhältlich. Wer in der Zwischenzeit quasi schon ein Buch vorbestellen möchte, kann uns auch gerne schreiben an info@umweltinstitut.org. Genau, und soweit vielleicht erstmal von meiner Seite dazu. Gut, dann mache ich weiter. Auch einen schönen guten Abend von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute hier dabei sein darf. Und für mich ist es ja eine besondere Rolle, die ich hier einnehme, weil wir von Mehr Demokratie ja grundsätzlich themenneutral arbeiten. Unser Schwerpunkt ist tatsächlich, gesetzliche Regelungen zu schaffen für die Einführung von großes Ziel bundesweiten Volksabstimmungen, aber auch auf Landesebene und auf kommunaler Ebene haben wir einfach uns gekümmert, dass es Regelungen gibt, dass die Regelungen verbessert werden. Und so haben wir den Schwerpunkt quasi auf den gesetzlichen Gegebenheiten. Wir sehen Bürgerbegehren sozusagen als Transportmittel für Sachfragen und sind inhaltlich nicht involviert. Und insofern ist diese Zusammenarbeit mit dem Umweltinstitut und auch mit Bürgerbegehren Klimaschutz wirklich eine besondere, weil wir so unser Wissen bündeln können, einmal Verfahrensfragen bei Mehr Demokratie und wirklich inhaltlich reingehen können beim Umweltinstitut und auch bei BBK. Und das ist ja sozusagen die umfassende Beratung, die wir bieten können. Und so kann ich jetzt nochmal ganz genauer reinzoomen in dieses Thema Bürgerbegehren und Bürgerentscheid und sozusagen den Rahmen einmal abstecken. Ich teile dazu auch meinen Bildschirm, damit man das ein bisschen besser nachvollziehen kann. Das ist ja mal ein bisschen leichter, wenn man auch ein Bild hat. So. Und die Franziska hat es schon gesagt, ein Bürgerbegehren ist im Unterschied zu einem Beteiligungsverfahren wirklich ein formaler Verwaltungsakt. Also das ist in den Kommunalverfassungen festgeschrieben. Das ist ein Recht, was die Bürgerinnen und Bürger haben, auch zwischen den Wahlen sozusagen ein Thema zu sich zurückzuholen und direkt zu entscheiden. Also nicht abhängig, wie der Gemeinderat oder Stadtrat entscheidet, sondern tatsächlich verbindlich durch die Bürgerinnen und Bürger entscheiden zu lassen. Und da gibt es, hier ist jetzt der ideale Ablauf, in der Regel läuft das auch so. Es ist ein zweistufiges Verfahren auf kommunaler Ebene. Wer Volksbegehren kennt, da ist es ein bisschen anders, aber ich beziehe mich jetzt, oder wir beziehen uns hier jetzt ja auch auf die Klimawende von unten, also von kommunaler und städtischer Sicht ausgesprochen. Und da steht an erster Stelle natürlich immer die Idee. Die Ideen liegen hier ja schon auf dem Tisch. Da geht es wirklich dann um ganz konkrete Themen, was kann die Gemeinde, was kann die Stadt im Bereich Klima und Klimawende tun. Und da steht an erster Stelle, dass sich diejenigen Menschen zusammenfinden, die dieses Thema bewegt, die wirklich was bewegen und verändern wollen. Und die schließen sich zusammen und fangen an damit, dass sie eine Unterschriftenliste gestalten. Und auf dieser Unterschriftenliste muss eine Fragestellung drauf sein, die mit Ja oder Nein zu beantworten ist und die zwingend auch in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde fällt. Also alles, was der Stadtrat oder Gemeinderat entscheiden kann, kann auch Inhalt von einem Bürgerbegehren sein. Und da können die Gemeinden und Städte ja im Klimabereich eine ganze Menge entscheiden. Und wir brechen das hier jetzt mit unserer Klimawende von unten wirklich runter auf ganz konkrete, ganz messbare Maßnahmen.
Wenn diese Unterschriftenliste gestaltet ist, da helfen wir auch gerne, wie das Ganze quasi gut gestaltet werden kann. Dann müssen Unterschriften gesammelt werden. Das heißt, es ist in allen Bundesländern so, dass es hier eine freie Unterschriftensammlung gibt. Das heißt, im Moment ist es ein bisschen schwierig mit Corona. Dennoch finden die Initiativen viele Möglichkeiten, das dennoch zu machen. Also es wird tatsächlich, muss live unterschrieben werden, tatsächlich wahrhaftig unterschrieben werden. Es gibt keine Online-Eintragung. Und das, wie viele da unterschreiben müssen, hängt immer so ein bisschen auch vom Bundesland ab. Da gibt es unterschiedliche Regelungen, aber es ist auch abhängig von der Gemeindegröße. Also man zieht als Initiative los, sammelt Unterschriften und da ist bereits für uns ein Herzstück der direkten Demokratie, weil wir nämlich sagen, die Seele von dieser direkten Demokratie ist das Gespräch. Und das ist schon so das Erste, wo man Bewegung quasi erzeugt, nämlich wenn man mit einer Unterschriftenliste rumzieht und dann muss man die Menschen ansprechen und dann muss man mit denen ins Gespräch kommen. Und wir sagen auch gerne, Bürgerbegehren sind ja letztlich Meinungsbildungsinstrumente beziehungsweise Meinungsbeförderungsinstrumente. Man geht in den Austausch, man diskutiert und bewegt schon eine ganze Menge damit. Und das ist ein ganz großer Vorteil. Also man kann das nicht heimlich machen, sondern man muss wirklich in den Austausch gehen. Wenn die Unterschriften zusammen sind, dann werden die eingereicht. Der Gemeinderat beschließt dann oder Stadtrat beschließt dann die Zulässigkeit, die muss, und das ist interessant, rein formal passieren, also sind genügend Unterschriften da, fällt dieses Thema auch wirklich in den Zuständigkeitsbereich und dann entscheiden die. Die dürfen nicht inhaltlich sagen, nur gefällt uns nicht, wollen wir nicht, deswegen lehnen wir das ab, sondern die müssen das, weil es ja ein Verwaltungsverfahren ist, also auch tatsächlich rein formal entscheiden. In der Regel, wenn wir beraten haben alle miteinander, dann klappt das auch. Und dann kommt es zu einem Bürgerentscheid. Wir wünschen uns jetzt hier auf der Grafik noch, dass im Optimalfall, ne, also Pro- und Kontra-Argumente auch an alle Haushalte verschickt werden. Das ist in den wenigsten Bundesländern so, aber das wäre so optimal, dass auch an dieser Stelle ganz offiziell informiert wird. Und jetzt passiert was ganz Spannendes. Jetzt ist es so, dass dann der Termin für den Bürgerentscheid also angesetzt ist und alle Wahlberechtigten in den Gemeinden und Städten sind aufgerufen, zu dieser Frage verbindlich abzustimmen. Und wir beobachten seit vielen Jahren, wir machen ja auch die Beratung dafür, deswegen kriegen wir das mit, dass allein dieser Moment, dass sich die Menschen verbindlich entscheiden können, müssen, sollen, etwas mit den Menschen macht. Also in dem Moment, wo sie verbindlich gefragt werden, auch ihre Meinung abzugeben, fangen sie an, sich zu interessieren. Und das ist die zweite Stelle in diesem Verfahren, wo auch wieder Bewusstsein entwickelt wird. Wir sagen gerne, wer gefragt wird, wendet sich nicht ab. Und wenn ich zu Themen gefragt werde, dann fange ich auch an, mich zu informieren. Dann höre ich mir das an, dann diskutiere ich mit in der Familie, mit den Nachbarn, mit den Freunden. Und das ist so ein wunderbarer Effekt auch von diesem Instrument, dass das Thema ins Gespräch kommt. Es wird also nicht nur am Ende entschieden, sondern es findet ganz viel Diskussion im Rahmen von diesem ganzen Prozess statt. Und im Optimalfall oder in den meisten Fällen sind dann diejenigen, die auch zur Abstimmung gehen, informiert und setzen ihr Kreuz. Und dann ist das wie ein Tag einer Wahl. Das wird auch in der Regel so aufgezogen. Es ist dann eine Abstimmung, wo man in sein Abstimmungslokal geht. Im Moment ist es so, dass es ganz viel per Briefabstimmung stattfindet. Aber das Ergebnis ist dann verbindlich. Da sind bestimmte Quoren und Hürden natürlich auch zu meistern. Die sind auch unterschiedlich in den Bundesländern. Und dann ist diese Sache auch entschieden, als hätte der Gemeinde- oder Stadtrat entschieden. Also das ersetzt quasi den Gemeinde- und Stadtratsbeschluss und ist dann auch bindend und umzusetzen. Ja, das wäre so mal der Ablauf für einen Bürgerentscheid. Da ist natürlich eine ganze Menge, was passiert auf diesem Weg. Da gibt es Hürden und da gibt es auch schöne,
schöne Erlebnisse. Und die schönsten Erlebnisse sind die, wenn die Menschen ins Gespräch kommen und eben dann am Ende abstimmen können und wissen, dass sie damit auch ganz konkret etwas verändern. Und das, die Franziska hat es ja angesprochen, ist der Unterschied zu den Beteiligungsverfahren, die wir ja auch kennen auf kommunaler Ebene, die jetzt auch auf Bundesebene immer wieder kommen. Die haben reinen beratenden Charakter. Das kann auch Sinn machen. Auch, man kann das auch gut verknüpfen mit diesem Instrument des Bürgerentscheids. Also da nochmal wirklich das anzureichern, auch um Vorschläge. Aber hier, wir sprechen jetzt hier von Bürgerentscheiden und die sind tatsächlich verbindlich und bindend. Und das ist auch die Abgrenzung zu Beteiligungsverfahren. So mal der Überblick. Zum Thema Solarentscheid, Bürgerbegehren für die Solarenergie. Genau. Ich habe ja schon erzählt, dass es sich dabei um eins von mehreren möglichen Themen für Klimabürgerbegehren handelt, die wir in unserem Klimawende von unten Handbuch vorstellen. Warum sind wir jetzt konkret auf diese Möglichkeit gekommen? Es ist einfach so, dass einerseits der Ausbau der Solarenergie viel schneller gehen muss, als es aktuell der Fall ist. Also wenn wir die Pariser Klimaziele erreichen wollen, dann müssen wir 3 bis 4 Mal so viel Solarenergie zubauen pro Jahr, wie das eben aktuell passiert. Und es ist wieder so, auch wie beim Kohleausstieg vorher schon erwähnt, die gesetzlichen Regelungen auf Bundesebene sind nicht dazu geeignet, das zu ermöglichen. Wir hatten ja jetzt gerade die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, die leider auch sehr unzufriedenstellend war in dieser Hinsicht. Genau, das heißt, wieder haben wir so eine Situation, auf Bundesebene passiert eben zu wenig und wir wollen in den Kommunen angreifen. Und genau, gleichzeitig ist es so, dass es auf den Dächern unserer Städte und Gemeinden ein enormes Potenzial gibt, mit Solarenergie saubere Energie zu erzeugen, ohne zusätzlichen Flächenbedarf. Und dieses Potenzial liegt brach. Genau, da sind wir eben der Meinung, das sollte man unbedingt nutzen. Einige Kommunen werden bereits in dieser Richtung aktiv. Beispielsweise haben die Kommunen Waiblingen, Tübingen, Amberg, Pfaffenhofen, Konstanz und Wiesbaden eine kommunale Solarpflicht eingeführt. Genau, aber andere Kommunen machen eben in der Hinsicht noch nichts. Und ja, deswegen müssen wir da ein bisschen nachhelfen. Das hier ist Professor Volker Quaschning, der unterstützt unsere Kampagne und hat uns hier ein Zitat mitgegeben. Bürgerinnen und Bürger waren nicht nur die Pioniere der Energiewende, sondern sie sind auch noch weiterhin ihre Treiber. Um die Klimakrise noch rechtzeitig zu stoppen, müssen wir alle in unseren Städten und Gemeinden aktiv werden und unsere Energieversorgung klimaneutral gestalten. Genau, und mit diesem Aufruf, ja, wenden wir uns jetzt eben heute Abend auch an euch alle und da viele motivieren können, aktiv zu werden und unterstützen euch dann natürlich auch gerne dabei. Genau, als ersten Schritt haben wir beim Umweltinstitut ja, basierend auf unseren Ideen zum Solarbürgerbegehren ein Rechtsgutachten erstellen lassen, um eben zu schauen, wie kann man daraus ja, sozusagen ein Modellbürgerbegehren schaffen, was dann eben viele Bürgerinitiativen nutzen können. Das war also unser Ziel, ein Bürgerbegehren für einen signifikanten Ausbau der Solarenergie. Und wir sind da vorgegangen nach einem Modell, das ja, manche vielleicht auch schon kennen, von den Ratentscheiden. Also wir haben uns da an dem Vorbild der Ratentscheide orientiert, und zwar eben in der Abstimmungsfrage ein Oberziel zu fordern für den Ausbau der Solarenergien und darunter dann mehrere Maßnahmen zu gruppieren als Forderungen, mit denen dieses Oberziel erreicht werden kann. Und genau daraus ist dann eben eine Musterabstimmungsfrage geworden, die man prinzipiell in allen Bundesländern verwenden kann. Genau, diese Maßnahmen, die sozusagen unter dieser Oberfrage gruppiert werden, die nennen wir unseren Solarentscheid Baukasten, und der hat 4 zentrale Bausteine, die sich eben ja, aus zentralen Maßnahmen zusammensetzen, die Kommunen unternehmen können, um den Ausbau der Solarenergie voranzubringen.
Und auf die gehe ich jetzt mal kurz im Einzelnen ein. Das erste ist Solarenergie auf öffentliche Dächer. Öffentliche Dächer sind ja, ne, das wird den meisten bekannt sein, die Dächer von Verwaltungsgebäuden, Schulen, Bibliotheken, Kindergärten etc. Wir können aber auch, wenn wir unsere Forderung erweitern wollen, darunter auch noch die städtischen Betriebe beispielsweise mit aufnehmen. Das wäre dann sowas wie beispielsweise die städtischen Abfallbetriebe oder auch Wohnungsgesellschaften. Und damit kriegt man dann eben einfach nochmal eine größere Anzahl an Dächern sozusagen schon mal abgedeckt. Diese Forderung hat den Charme, dass sie besonders einfach umsetzbar ist für die Stadtverwaltung, weil es sich eben um die Dächer handelt, die ihnen selbst gehören. Die Stadt kann dann entweder die Solaranlagen selbst installieren oder sie kann ihre Dächer verpachten an Dritte, die interessiert sind, Solaranlagen dort zu bauen. Das können beispielsweise Bürgerenergiegenossenschaften sein, die es ja in vielen Städten gibt und die oft auf der Suche sind nach freien Flächen, um eben Anlagen zu installieren. Und dann kann das eine Win-Win-Situation sein. Und die Stadt kann also durchaus auch die Dächer kostenlos einer Bürgerenergiegenossenschaft zur Verfügung stellen. Und im Gegenzug erhält sie dann besonders günstigen Strom für ihr eigenes Gebäude. Und wenn wir bei dieser Forderung sind, dann können wir ergänzend immer noch fordern, dass auch generell die Stadt eben für diese Gebäude Ökostrom beziehen soll. Also quasi für den Teil des Stroms, der nicht aus der eigenen Anlage erzeugt werden kann, dann eben bei der nächsten Ausschreibung, wenn das nicht sowieso schon geschehen ist, dann eben auf Ökostrom umzusteigen. So, die zweite Komponente ist dann die Solarpflicht für Neubauten. Die ist in letzter Zeit häufiger jetzt im Gespräch gewesen, auch als eine der Maßnahmen, um eben den Ausbau der Solarenergie voranzubringen. In einigen Bundesländern gibt es sie auch schon auf Länderebene, also beispielsweise in Hamburg und auch die anderen Stadtstaaten, also Bremen und Berlin, haben sie noch nicht umgesetzt, aber zumindest in Planung. Baden-Württemberg hat auch eine Solarpflicht für Neubauten, die jetzt demnächst in Kraft tritt. Allerdings ist es teilweise eben noch mit Einschränkungen verbunden, also in Baden-Württemberg eben auch erstmal nur für Gewerbegebäude, wobei sich das jetzt mit dem Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung soll das nochmal erweitert werden. Aber genau, also sie sind teilweise da noch nicht so umfassend, wie das sein könnte. Und gleichzeitig können aber eben auch Kommunen eine Solarpflicht auf kommunaler Ebene umsetzen. Vorangegangen ist da die baden-württembergische Gemeinde Waiblingen, die das eben schon 2006 bei sich umgesetzt hat und genau, wie wir da gehört haben, auch keine juristischen oder verwaltungstechnischen Probleme damit hatte in den letzten 15 Jahren. Genau, die Kommunen haben da im Wesentlichen zwei Wege, wie sie das umsetzen können. Also sie können die Solarpflicht in Bebauungsplänen festlegen. Pfaffenhofen beispielsweise hat das so gemacht und hat dann eben für ein neues Wohngebiet verfügt, das auf Einzel-, Doppel- und Reihenhäusern jeweils mindestens 20 Quadratmeter Solarmodule installiert werden müssen und auf Mehrfamilienhäusern mit Satteldach mindestens 70% der südlichen Dachfläche. Das ist sozusagen so schon umgesetzt. Das wäre also ein Beispiel, wie man das konkret als Kommune machen kann. Und der zweite Weg ist, die Solarpflicht in städtebaulichen Verträgen und Grundstückskaufverträgen festzuschreiben. Das betrifft dann aber natürlich meistens nicht so viele Gebäude. Von daher, genau, ist es auf jeden Fall wünschenswert, so eine Regelung dann für die Bebauungspläne auch zu erreichen. Und das Ganze kann kombiniert werden mit einem Verpachtungskataster, sodass diejenigen, die sich nicht in der Lage sehen, auf ihrem Dach eine Solaranlage zu installieren, dieses eben in dieses Kataster eintragen können. Und auch da können dann eben wieder andere Akteure, die gerne Anlagen bauen möchten, wie beispielsweise Bürgerenergiegenossenschaften, dann eben aktiv werden.
und diese Dächer pachten. Genau, der dritte Baustein in unserem Maßnahmenkatalog sind dann die Stadtwerke, dass die also ein Programm auflegen für die Solaroffensive. Was können die Stadtwerke konkret machen? Sie können also auch Dächer pachten und Solaranlagen bauen und den Strom dann eben an ihre Kundinnen verkaufen. Sie können Mieterstromprojekte realisieren, also eben Anlagen bauen auf Dächern von Mehrfamilienhäusern, wo dann eben die Bewohnerinnen und Bewohner den Strom zu günstigen Konditionen beziehen können. Das macht beispielsweise die Mainova in Frankfurt. Also der dortige kommunale Energieversorger hat da sehr viele Projekte. Genau, dann eine weitere Möglichkeit ist, dass sie Stromabnahmeverträge mit Betreiberinnen von PV-Anlagen schließen. Also genau, wenn beispielsweise auf einem Gewerbegebäude oder einer Universität eine Anlage gebaut wird, dann könnten die Stadtwerke eben einen Stromabnahmevertrag schließen und so quasi die Rentabilität dieser Anlage sichern und eben möglicherweise auch so dafür sorgen, dass neue Anlagen überhaupt gebaut werden können. Und sie können auch Beteiligungsmodelle anbieten, also Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, finanziell dazu beizutragen, dass neue Solaranlagen gebaut werden. Die Bürgerinnen erhalten dafür dann wiederum eine Rendite auf ihr eingesetztes Kapital. Und also die Stadtwerke München haben beispielsweise so ein Programm, das nennt sich Sonnenbausteine, wo Bürgerinnen und Bürger eben investieren können und genau dann eben eine Rendite erhalten und auch den Strom aus der von ihnen quasi mitfinanzierten Anlage beziehen können. Und schließlich können Kommunen auch Solarenergie fördern, also Förderprogramme auflegen. Das machen auch einige Kommunen schon. Also Erlangen und Köln beispielsweise haben das Modell, dass sie Solaranlagen bis 10 Kilowatt Leistung mit einem festen Betrag, ich glaube, das sind so ungefähr um die 150 Euro pro Kilowatt Leistung fördern. Und in Aachen und Düren beispielsweise ist es so, dass die eine einmalige Anschubfinanzierung von 1.000 Euro pro Anlage zur Verfügung stellen. Also die Ausgestaltung ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber genau, die Idee dahinter ist eben, die leider aktuell sehr niedrige Einspeisevergütung eben auszugleichen, sodass dass es einfach ja, für mehr Bürgerinnen und Bürger rentabel wird, eine Solaranlage zu bauen. Und es gibt manche Kommunen, beispielsweise Freiburg, die auch nochmal besonderes Augenmerk darauf legen, dass die Dachfläche voll ausgenutzt wird und dann eben solche Anlagen ganz besonders fördern. Genau, die Kommune kann natürlich auch eine Informationskampagne machen, also einfach Bürgerinnen und Bürger auf diese Möglichkeiten hinweisen und sie kann auch Beratung anbieten. Das kann dann auch so aussehen, dass alle Bürgerinnen und Bürger, die eben eine Möglichkeit haben, also vielleicht ist das dann bekannt durch einen Solarkataster oder so, werden eben angeschrieben und es wird abgefragt, ob sie sich vorstellen könnten, eine Solaranlage zu bauen. Und wenn ja, dann werden sie eben auf die Möglichkeit dieser Beratung hingewiesen. Und genau, also wir haben gehört, dass es da durchaus üblich ist, dass sich so etwa 10% der angeschriebenen Leute zurückmelden mit Interesse. Und wenn sie dann eben eine Beratung bekommen, etwa 5% dann am Ende auch tatsächlich eine Anlage bauen. Also auch das kann eben dazu führen, dass dass weitere neue Anlagen entstehen. Genau, das ist jetzt mal so grob unser Baukasten für den Solarentscheid. Und aus dem hat sich dann eben die Abstimmungsfrage herauskristallisiert. Die erschlägt einen jetzt erstmal. Sie ist so lang, dass sie auch gar nicht auf eine Folie gepasst hat in der Präsentation.
Genau, kann man sich, Henning hatte ja schon gesagt, wir stellen die Präsentation dann zur Verfügung, dann kann man sich das auch nochmal in Ruhe durchlesen. Ich gehe es jetzt trotzdem auch mal kurz durch. Es gibt eben also sozusagen die einleitende Oberfrage: Sind Sie dafür, dass die Stadt die in ihrem Wirkungskreis liegenden Möglichkeiten ausschöpft, um ab 2022 einen Zubau von mindestens so und so viel Megawatt, das ist natürlich dann in jeder Kommune unterschiedlich, Solarenergie-Dachanlagen zu erreichen und dafür die folgenden Schritte umsetzt? Und das sind dann im Prinzip die Maßnahmen, die ich gerade schon skizziert habe. Also einmal die Kommune stattet eben die in ihrem Eigentum stehenden Gebäude mit Photovoltaikanlagen aus, wobei sie auch da möglichst eben die gesamte Dachfläche belegt, sofern dies technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar ist, oder die Dächer verpachtet, wie schon gesagt, und dann das Gleiche nochmal für die mehrheitlich in ihrem Eigentum stehenden Betriebe und Unternehmen. Genau. Dann als nächstes, die Kommune vereinbart in allen zukünftigen städtebaulichen Verträgen sowie in Erbpachtverträgen für neue oder Bestandsgebäude die verpflichtende Installation einer Solaranlage. Das wäre dann also die Solarpflicht, eben über den Weg der städtebaulichen Verträge. Und genau. Und dann die zweite Komponente der Solarpflicht haben wir so gefasst auf Grundlage des Rechtsgutachtens: Die Kommune erstellt ein städtebauliches Solarkonzept, das muss ich mal kurz hier Platz verschaffen. Genau, dass die Festsetzung einer Pflicht zur Installation einer Solaranlage für die Stromerzeugung für alle Neubauten nach § 9 Absatz 1 Nummer 23b Baugesetzbuch bei allen neuen und zu ändernden Bebauungsplänen beinhaltet. Hier gehen wir quasi so ein bisschen einen Umweg eben über dieses städtebauliche Solarkonzept, weil es nicht in allen, also in den allermeisten Bundesländern ist es nicht möglich, in einem Bürgerbegehren direkt eine Vorgabe für Bebauungspläne zu machen. Also obwohl sozusagen die Kommunen problemlos das für sich beschließen können, das in den Bebauungsplänen so festzusetzen, ist das eine, das hatte die Susanne auch schon erwähnt, dass es eben in einigen Bundesländern da auch so Negativkataloge gibt, was man eben mit einem Bürgerbegehren nicht fordern kann. Und das ist also ein solcher Fall, dass man das nicht direkt für die Bebauungspläne fordern kann, aber man kann es eben indirekt fordern mit einem solchen städtebaulichen Solarkonzept, das dann schon wiederum quasi eine bindende Wirkung erzeugt. Genau, und wenn eben es in der jeweiligen Kommune Stadtwerke gibt und die mehrheitlich sich in kommunaler Hand befinden, dann kann die Stadt eben auch die Geschäftsführung dieser Stadtwerke anweisen, all die Maßnahmen zu ergreifen, die ich vorhin geschildert hatte. Und genau, dann haben wir eben schließlich noch die Forderung drin, die Kommune legt ein Förderprogramm auf für die Installation neuer PV-Anlagen und sie startet eine öffentlichkeitswirksame Kampagne sowie ein Beratungsangebot. Also im Prinzip einfach nochmal alle diese Maßnahmen aufgelistet, wobei natürlich jede Bürgerinitiative die Möglichkeit hat, auch diese Abstimmungsfrage so anzupassen, wie man es jeweils vor Ort eben für richtig hält. Also es kann ja sein, dass manche dieser Maßnahmen vor Ort vielleicht schon umgesetzt sind, dann würde man die natürlich nicht mit aufnehmen, oder dass man aus den ein oder anderen Gründen auch eine bestimmte dieser Maßnahmen für nicht sinnvoll hält. Genau, dann würde man die einfach weglassen und trotzdem würde die Abstimmungsfrage quasi weiter so funktionieren. Genau, und schließlich noch eben mit dem Zusatz, sowie dass die Kommune über die Umsetzung dieser Maßnahmen jährlich einen Fortschrittsbericht veröffentlicht. Das erschien uns auch sinnvoll, einfach damit wir als Bürgerinitiative auch quasi wirklich verfolgen können, ob die Stadt das, was dann im Bürgerentscheid
gefordert wurde, wirklich auch so umsetzt oder ob es ja an der Umsetzung quasi hapert, dann ist eben so ein Fortschrittsbericht einfach gut, weil das das dann auch transparent macht. Und genau, entweder können wir dann nach einem Jahr nochmal unseren Erfolg feiern oder es ist eben ein Anlass, um dann auch der Stadt nochmal auf die Füße zu treten und das öffentlich zu machen, dass es da noch Nachholbedarf gibt. Genau. Ja, das ist jetzt alles erstmal natürlich auch viel und so ein Bürgerbegehren ist schon auch ja ein größeres Projekt. Deswegen die Frage, wie fangen wir da am besten an? Was können erste Schritte sein? Genau, grundsätzlich sind die Phasen eines Bürgerbegehrens, kann man so grob in drei Phasen einteilen. Einmal eben die Entwicklung. Da würde es eben vor allem darum gehen, die Forderungen und die Abstimmungsphase zu entwickeln. Das ist eben das, wo wir jetzt quasi auch schon ja eben mit dem Rechtsgutachten und mit dieser Modellabstimmungsfrage versuchen, eben den Bürgerinitiativen schon mal einen wichtigen Teil der Arbeit abzunehmen, eben diese erste Entwicklung. Dann braucht man in der ersten Phase einen Kampagnenplan und es ist meistens die Phase, wo man Bündnispartner gewinnt, wo man einfach weitere Mitstreiterinnen gewinnt, um dann in größerer Zusammensetzung eben die Kampagne so richtig loslegen zu können. Genau, die Phase 2 ist dann eben die Unterschriftensammlung bis dann eben zur Einreichung des Bürgerbegehrens. Und Phase 3 wäre dann, wenn es zum Bürgerentscheid kommt, also die Mobilisierung einfach für den Bürgerentscheid. Oder in vielen Fällen ist es auch durchaus so, dass es gar nicht mehr zum Bürgerentscheid kommt, sondern dass es nach erfolgreicher Einreichung des Bürgerbegehrens Verhandlungen mit der Stadt gibt und dass man sich dann möglicherweise auch schon auf eine Lösung einigen kann, ohne dass es einen Bürgerentscheid gibt. Das könnte also auch passieren. Genau, und wie legen wir jetzt sozusagen los in Phase 1? Erste Schritte könnten da sein, einfach mal ein paar Leute zusammentrommeln. Das müssen gar nicht viele sein, die sich für das Thema interessieren, um schon mal so einen Grundstock für eine lokale Gruppe zu haben und dann einfach mal recherchieren, wie ist das Solarpotenzial vor Ort, welche Maßnahmen sind vielleicht schon umgesetzt oder nicht. Genau, und dann kann im Prinzip auch schon zu dem Zeitpunkt gerne ein Beratungstermin mit uns vereinbart werden. Wir erstellen dann gerne mit euch einen Kampagnenplan und überlegen, also strategisch muss man vielleicht auch die Abstimmungsfrage nochmal anpassen oder so. Und was wir auch gerne anbieten, ist eine lokale Auftaktveranstaltung gemeinsam durchzuführen. Das haben wir jetzt mit einigen Initiativen schon gemacht. Das kann dann so aussehen, dass wir dann einfach nochmal das Projekt Klimawende von unten vorstellen und die jeweilige Initiative dann eben sagt, ja, was haben wir konkret jetzt vor bei uns vor Ort? Wie soll unser Solarentscheid aussehen? Und auf diese Weise dann einfach nochmal einige neue Mitstreiterinnen zu gewinnen. Und so kann es schon sein, dass eben nach so einer lokalen Auftaktveranstaltung man dann von 3, 4, 5 Leuten auf 20 Leute anwächst und dann hat man eben schon eine Gruppe, die auch wirklich ja sozusagen die Man- und Woman-Power hat, um so ein Bürgerbegehren dann gemeinsam durchzuziehen. Genau, hier auch nochmal unsere allgemeine Adresse, die info@klimawende.org. Die könnt ihr gerne nutzen, um einen Beratungstermin zu vereinbaren. Und ich will an der Stelle auch gleich nochmal darauf hinweisen, dass wir planen, einen Folgetermin anzubieten für dieses Webinar, was ja jetzt erstmal so, ja, vor allem quasi ein Input von unserer Seite und ein Überblick über die Möglichkeiten ist. Und weil wir jetzt aber sehr viele Teilnehmende haben, ja, wenig Möglichkeiten gibt, nochmal individuell Fragen zu stellen und darauf einzugehen. Und genau, vielleicht müsst ihr es ja sowieso auch erstmal die Informationen sacken lassen und so weiter. Und genau, deswegen hatten wir uns jetzt überlegt, dass wir gerne nochmal eine Folgeveranstaltung anbieten wollen, wo wir einerseits mal so exemplarisch einen Kampagnenplan gemeinsam erstellen könnten
und wo wir dann eben auch nochmal zur Verfügung stehen für konkrete Fragen, wenn also Leute wirklich ja, ein Solarbürgerbegehren starten wollen oder eben auch auf andere Art und Weise an die Kommunalpolitik herantreten wollen mit diesen Forderungen, dass wir das sozusagen nochmal individuell dann da beantworten können, so ein bisschen mehr zugeschnitten eben auch auf die lokalen Bedingungen vor Ort und ja, so, ne, was sich daraus für euch für Fragen ergeben. Darüber informieren wir dann nochmal. Deswegen ist es eben auch gut, wenn ihr daran Interesse habt, euch in die E-Mail-Liste oder in diese Telegram-Gruppe einzutragen. Darüber werden wir die Informationen über diese Folgeveranstaltung dann verteilen und wir werden sicherlich auch, ja, wahrscheinlich, denke ich, werden wir es auch über den Newsletter, aber also in jedem Fall sind diese E-Mail-Listen dafür ja gedacht, sozusagen zur Vernetzung untereinander, aber eben auch um solche Informationen über weitere Veranstaltungen dann an euch weiterzugeben. Ja, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und ich würde vielleicht ganz zum Abschluss euch beide noch einmal zu Wort bitten, Susanne und dann auch noch Franzi. Vielleicht mögt ihr noch einmal sagen, was mögt ihr den ja über 150 Menschen, die es jetzt bis zum Ende hier noch mit uns ausgehalten haben, auf den Weg geben, wenn es so in Richtung Solarentscheide geht? Was habt ihr noch so Schlussworte? Susanne? Ja, ich mache so viele Jahre schon Beratung und ich weiß, dass der erste Schritt oft ein bisschen Mut erfordert. Also es ist, und das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, ne? In einer kleineren Gemeinde sich dann zu zeigen und mit einem Thema nach vorne zu gehen, macht man sich auch so ein bisschen angreifbar, man steht im Feuer, man muss sich der Diskussion stellen und man zeigt sich auch. Und ich wünsche allen, die jetzt diese Idee haben, hier aktiv zu werden, diesen Mut. Und das soll sich jetzt gar nicht so pathetisch anhören, sondern es braucht es wirklich. Also und ich bin total dankbar um auch unsere Zusammenarbeit, die wir hier haben. Und wir haben ja da auch was kreiert, so mit Fachberatung und formaler Beratung. Und also einfach melden, wir unterstützen euch. Ja, da kann ich mich Susanne nur anschließen. Also genau, wirklich nochmal die Aufforderung an euch, wendet euch an uns. Wir beraten euch sehr gerne und wir haben vielfältige Möglichkeiten, eben auch euch zu unterstützen, eben auch bei Fundraising, bei Öffentlichkeitsarbeit etc., sodass wirklich, also genau, so eine Kampagne dann auch machbar wird. Und genau, wir würden uns sehr freuen, also viele Beratungsanfragen zu bekommen, denn wir stellen uns eben vor, dass es nicht nur einen Solarentscheid, sondern ganz viele Solarentscheide in vielen Kommunen geben soll und dass ja, daraus eben eine Bewegung entsteht, die dann auch wirklich nochmal Wirkung in höhere Ebenen entfaltet, also eben auch nochmal Signale in Richtung Landes- und Bundespolitik gibt, ne? Dass wir einfach zeigen können, die Bürgerinnen und Bürger wollen wirklich den massiven Ausbau der Solarenergie und genau, so kann das unserer Ansicht nach eben auch über die Kommune hinaus noch eine ganz breite Wirkung entfalten. Ja, dann danke für diese Schlussworte und auch von meiner Seite wirklich ein herzliches Dankeschön an einmal dich, Franziska, und natürlich dich, Susanne, für die tollen Vorträge, aber vor allem eigentlich an euch alle, 160 Menschen, die jetzt immer noch hier sind und die ihr euch quasi anderthalb Stunden lang in eurer Freizeit mit dem Thema Solarenergie beschäftigt und wo wahrscheinlich viele von euch eh schon mehr oder weniger aktiv sind, irgendwo engagiert sind, ehrenamtlich aktiv sind für die Energiewende, für Klimaschutz. Es ist wirklich absolut großartig, wie viele Menschen sich da engagieren und engagieren wollen. Und genau, unsere Aufgabe ist es, euch das so leicht wie möglich zu machen, euch geprüfte Abstimmungsfragen an die Hand zu geben, euch zu beraten, euch zu unterstützen und immer für euch ansprechbar zu sein. Also fühlt euch bitte nicht abgeschreckt, uns eine E-Mail zu schreiben. Und auch Feedback jeglicher Art natürlich zu dieser Veranstaltung ist auch herzlich willkommen. Also wenn euch da was aufgefallen ist, schreibt uns da gerne an. Wir lernen gerne dazu. Und nicht zuletzt, wir machen dieses Online-Seminar noch ein zweites Mal, nämlich am 19. Mai. Also falls ihr Menschen kennt, denen ihr das auch ans Herz legen würdet, hey, schaut ihr das doch auch mal an. Vielleicht sogar Menschen, mit denen ihr perspektivisch sowas mal zusammen starten wollen würdet.
es gibt einen zweiten Termin, wo wir quasi genau das Gleiche nochmal so mehr oder weniger präsentieren werden wie heute. Ich stelle da auch nochmal den Link in den Chat, wo man dann sozusagen an dem zweiten Zoom-Webinar am 19. Mai um 15 Uhr dann auch um eine andere Uhrzeit vielleicht für manche Menschen besser geeignet ist. Genau, also auch das herzlich willkommen, das noch zu streuen. Und ja, wir sind heute wirklich richtig, richtig glücklich und zufrieden über die große Resonanz, die diese Veranstaltung gefunden hat, und freuen uns da weiter mit euch gemeinsam in Richtung Solarausbau zu gehen. Und damit verabschiede ich mich für heute und wünsche euch allen einen schönen Abend.